Also wie gesagt, ich sehe immer noch keinen Unterschied zwischen HD-Texturen und Nicht-HD-Texturen. Das Spiel ist einfach trotzdem wunderschön. Und wir müssten vielleicht mal nach Mods gucken. Also ich muss mal auf hier... Ich weiß die Seite nicht. Im Steam Workshop gibt es irgendwie keine Mods für das Spiel. Das Spiel gibt es auch im Workshop nicht. Das finde ich sehr schade. Ich weiß allerdings nicht genau warum. Deswegen müssten wir da mal auf dieser anderen Seite gucken, die auch weltbekannt für Mods ist, die eigentlich sich auch nur darum dreht. Sollten wir aber hinkriegen, oder ich zumindest. Und ich habe jetzt aber den Namen vergessen. Jetzt haben wir wieder ein Lager entdeckt hier. Wer lagert denn hier? Hier ist ein Hund. Kann ich den hauen? Streichen? Nee, kann ich gar nicht. Hallo? Darf ich hier rein? Nein. Alles gut. Privater Besitz, Entschuldigung. Ich darf also nicht in fremde Häuser. Ist nicht wie bei Witcher, wo wir einfach in jedes Haus rein können und alles mitnehmen können, was nicht nied- und nagelfest ist. Könnte ein Holzfällerlager sein hier. So wie die Bäume hier rumliegen. Nun gut, die Burg da oben. Ein Nest. Hier suchen ein Nest. Das Nest. Komme ich da ran? So schon mal nicht. Hä? Ist ja schön, dass da ein Nest ist. Bringt mir aber nichts, wenn ich da nicht rankomme. Jetzt komme ich da ran. Nest oder so. Dietrich, geil. Meiner. Also Nestern sind immer so... Ist immer so geiler Stuff drin, ne? Ich frage mich nur, warum die uns beim Faustkampf nichts abgezogen haben. Also alle drei Gegner... Haben uns nichts abgezogen, haben, obwohl die uns mehrfach erwischt haben. Guck mal, wir sind nicht mal blutverschmiert oder sowas. Die haben uns einfach nichts abgezogen. Verstehe ich irgendwie nicht, warum dem so ist. Könnte, ist vielleicht ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Hier sind auch Wowies. Kann man denn anklopfen? Anscheinend nicht. Ich will doch nur mit den Leuten reden. Nur die verdünnisieren sich alle in ihr Haus. Müssen wir nicht irgendwo hoch? Oh ja, wir müssen uns mal ein bisschen links halten jetzt. Da oben ist auch noch irgendwie ein Bauernhof. Wobei, da oben könnte ein Gestüt sein oder sowas. Vorausgesetzt, wir kommen hier hoch. Wäre blöd, wenn nicht. Ich weiß nun mal nicht, wie Open World die Map ist. Rein theoretisch müsste die ja eigentlich so ohne Probleme, müsste sich das ja alles miteinander verbinden und erkunden lassen. Wir müssen hier nur irgendwie hochkommen. Ich will doch nur da hoch, Mann. Was ist denn los? Komm schon, jetzt schick mich hier nicht außen rum. Oh. Aua. Alter. Ich blute. Ich habe mir irgendwas gebrochen. Bin mir ziemlich sicher. Blutung? Beide Füße. Verletztes rechtes Bein. Verletztes linkes Bein. Verband. Ein sauberes Stück Leinen, das zum Stillen von Blutung verwendet wird. Können wir das verwenden? Anwenden? Rechtes Bein, linkes Bein. Wie den Körperteil aus, den du verbinden möchtest. Ja, beide. Jetzt blute ich nur noch ein bisschen. Jetzt blute ich gar nicht mehr. Alter, wie viele Verbände brauchte ich gerade? Wir haben gerade 6 Verbände gebraucht.
Nur um unseren scheiß Fuß, unsere beiden Füße zu... Toll. Wo ich hier hoch wollte. Das habe ich jetzt davon. Das ist ja großartig. Also mit Fallschaden ist nicht zu spaßen. Wie man sieht. Dauert, glaube ich, auch bis die heilen, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Haben wir irgendwas, was wir fressen können zum Heilen? Verletztes rechtes Bein. Haben wir Medizin oder sowas? Ich weiß nicht, was nimmt man denn da? Ringeblumenaufguss. Halt binnen eine Minute leichte Wunden oder die Auswirkung eines Katers. Bringt 30 Gesundheit. Wir haben nur zwei davon, ne? Hä? Ich will das saufen. Ach, das muss ich herstellen? Was macht das jetzt? Unter Einfluss von Bringblumen, ein Viertel Laib Brot, macht satt und bleibt trocken. Noch viele Tage genießbar. Okay. Wir haben momentan Gesundheit 51. Jetzt habe ich es gegessen. Ach, das muss ich... Ach, ich muss das unter E anwenden. Na toll. Und ich bin zu satt. Ich kann mich nicht heilen, weil ich zu satt bin. Na, leck mich doch fett. Können wir das nicht irgendwo genauer ansehen? Wie das ist jetzt mit Verletztsein und so? Ich habe noch keine Blumen gefunden, die wir pflücken können. Da, Ringblume. Sammeln. Jetzt weiß ich aber nicht, wie die ausgesehen hat. Die Distel? Wir gehen mal Kräuter sammeln, ne? Wenn wir hier sind. Schaden kann es ja nicht. Ich weiß nicht, ob die Oll werden. Okay, die Orangen sind die Ringeblumen, die Lilan sind die Disteln. Davon gibt es hier ein paar mehr. Dann können wir uns Ringeblumenaufguss machen. Und irgendwas mit Disteln. Müssen wir aber, glaube ich, unter Alchemie machen. Kräuterkunde. Stufe erreicht. Salbei. Das ist sehr schön. Das ging auch recht flott. Finde ich ganz gut. Salbei hat auch, glaube ich, auch eine gute Wirkung, oder? Ist das nicht auch so ein Arzneikräuterzeugs? Das war keine HD-Textur. Ist das hier nicht Salbei? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, haben die eine Haltbarkeit? Wären die schlecht? Ich guck mal eben. Sonstiges? Distel hat Haltbarkeit, Ringeblume auch und Salbei auch. Okay. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie viel wir davon brauchen. Wie lange ist denn so ein Ringeblumenaufguss haltbar? Wie, die sind noch gar nicht verdorben, ne? Ich glaube, das hält ewig, kann sein. Dann müssen wir gleich mal ins Alchemielabor. Dann mal gucken, was wir so machen können. Hier haben wir noch Salbei. Vielleicht können wir auch eine ultimative Heilung machen. Wermut. War Wermut nicht giftig? Wage ich mich dunkel zu erinnern? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine wohl. Keine Ahnung, wir sammeln erstmal alles ein. Ich glaube, Kräuterkundler ist ganz gut, wenn wir das leveln. Das ist gar nichts. Was ist das? Beinwell. Ich flug hier alles weg. Ist mir scheißegal. Geh mal Blumen sammeln, ist mir nur Wurst. Das gelbe. Löwenzahn. Dumm. 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 Darf ich das überhaupt? Oder ist das GEMA geschützt? Ist bestimmt GEMA geschützt, ne? Alles ist geschützt heutzutage. Hier ist noch irgendwo was. Hier ist Elfischu. Oh, ein. Nee, wollte sagen, ein Fuß ist schon hier. Was?
Was? Hallo? Was macht der denn? Ach, der ist rausgeklettert. Ich denke, hä? Was macht der da? Ist ja doof. Hier gibt es sonst gar nichts. Guck mal, hier ist noch irgendwas. Ringe Blumen. Alter, muss aber auch punktgenau sein, ne? So, soll erstmal reichen. Wir haben ja jetzt den Kräuterkunde. Ich weiß gar nicht, unter was das fällt. Fertigkeiten? Kräuterkunde. Von 15, 15 und 20. Dank der Fähigkeit Kräuterkunde sammelst du mit jeder einzelnen Aktion mehr Kräuter, wodurch du schneller und leichter an Kräuter kommst. Aha. Blumenkind. Wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus auf 2 Punkte. Ja, Charisma. Schaut es nicht so leicht. Du kannst 15%. Boah, geil. Kreuz heben. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für deine Stärkeleiste. Das ist gut. Maximal schon 10. Alles klar. Ja gut, das haben wir jetzt ja relativ schnell schon 2 Stufen geschafft, ne? Aber ich muss die trotzdem noch verwursten gehen. Ich glaube, wir müssen diesen Ringelblumenaufguss machen. Wir sind momentan sehr überfressen, wie mir scheint. Ich weiß gar nicht warum. Sammelt er die oder frisst er die? Was ist denn hier passiert? Gibt's hier irgendwas? Ein Schädel. Unfallort. Okay. Das ist aber schon länger her, so wie das hier aussieht. Was kann ich jetzt hier machen? Wofür ist das gut? Hat jemand seine Handschuhe vergessen? Ich traue mich jetzt nicht zu springen hier am Gipfel. Ist das hier? Am Baum. Ja, okay, jetzt habe ich hier einen Unfallort. Aber hier gibt es trotzdem nichts. Oder sehe ich das falsch? Von einer Eulen. Weiß nicht, vielleicht kriegen wir da später noch ein Info zu oder sowas. Hier ist irgendein Käfig, damit können wir nichts anfangen. Hier fliegt ein Stein. Wir haben es zumindest mal entdeckt. Das ist ja vielleicht schon mal was wert. Also ich kann den Ringelblumenaufguss kann ich auch kombinieren. Guck mal, da kommt jetzt ein Häuschen. Das ist hier aber gar nicht mehr drauf. Wir müssen aber irgendwie da oben hin. Und wir kommen hier halt überhaupt nicht durch, oder? Ich weiß auch nicht, ob ich mich in den Wald trauen sollte. Ich kann ja einfach mal mutig sein. Was soll schon passieren? Ich meine, wenn wir tot sind, sind wir tot. Oh, hier können wir Pilze sammeln. Okay, zwei Pilz. Schirmlinge. Machen wir eben mit, ne? Ist auch Kräuterkunde. Was wir haben, das brauchen wir nicht mehr. Was ist das? Nüscht. Ziemlich karger Wald hier. Zwei Pilze? Lohnt ja gar nicht. Ist auch gar nicht so dicht hier, ne? Jetzt hier standen nur 2 Pilze. Das ist hier gar nichts. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt müssen wir, glaube ich, da lang, wenn ich mich irre. Ne? Guck mal hier. Le Map ist eine Aufdeckung. Ach, wir haben noch gar nicht alles. Ach, von wegen lokale Karte am Arsch. Ist doch ein wenig zusammenhängender hier. Okay, hier oben ist auch irgendwas. Mit Fragezeichen. Das hier ist die lokale Karte von Rattai. Okay, da müssen wir uns mal gleich so ein bisschen links rumhalten. Da oben müssen wir hin. Guck mal, da ist ein Stein. Ich glaube, den können wir lesen, ne? Oder hat hier einer. Ach ja. Ein Sühnekreuz. Lesen. Steven konnte. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Ich kann es dir nicht sagen, aber das ist hier, wo die abgestürzt sind.
Da liegt auch noch ein Wagenrad. Oh, guck mal, hier ist eine rote Blume. Mohn. Haben wir auch noch nicht. Und Johanniskraut. Es ist sehr ruhig, ne? Irgendwie fehlt so ein bisschen Musik, habe ich das Gefühl. Yay, nächste Stufe Kräuterkunde. Das läuft. Kräutertechnisch. Wir werden einfach Kräuterkundler. Scheiß auf Rittertum und Rache. Wir werden einfach Kräuterkundler. Das können wir doch gut, oder nicht? Dabei kann man sich nicht so schnell umbringen. Außer du sammelst an irgendeinem Abhang und stürzt dann hinunter. Hier sieht es sehr karg aus. Komischer Bauernhof. Der hat ja die Erde gesalzen, oder was? Da ist ein Schild. Könnte Taverne sein. Oh, können wir uns besaufen? Ich würde mich gerne besaufen gehen. Guten Tag. Eine Unterkunft. Moin. Kenn ich dich? Dorfbewohner. Beste Grüße. Ja gut. Alles klar. Danke. Tschüss. Wird. Wer nichts wird, wird wird, ne? Christus. Und deine Mutter. Braucht hier jemand bei irgendwas Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Weiß nicht. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Weiß nicht. Lebe wohl. Danke für gar nichts. Schwachkopf. Schankmaid. Das ist... Das Wirtshaus? Oh. Bürger. Gott sei mit dir. Und deine Mutter. Ich bin übrigens der Bürgerwürger. Ja, lohnt sich eigentlich nicht mit denen zu reden. Außer um die Redekunst zu erhöhen. Aber ich glaube, solange die alle keinen Namen haben, ist das sowieso egal. Genau, ich sag, lass uns handeln. Und sie sagt, Lebewohl. Billiger Wein, Branntwein, Brot, Brezeln, bla. Boah, Alter, was hat die alles dabei, Junge? Leck mich fett. Trinkwasser. Trinkwasser dürfte auch nicht schlecht werden. Kostet 0,1. Aber was bringt es? Gesundheit, ein Punkt. Wow. Haltbarkeit unendlich. Der Retterschnaps ist auch unendlich haltbar. Kurze Frage. Ja, unendlich haltbar. Okay, die sind einen Tag haltbar. Das Brot noch 4 Tage. Das können wir dann ja sehen, ne? Ach, die haben gar keine Haltbarkeit. Die sind einfach ewig haltbar. Alles klar. Okay, hier gibt es aber kein... Entschuldigung, wusste ich nicht. Hängt da mal ein Schild dran, privat. Bürger... Schankmaid, Dorfbewohner. Was ist denn der Unterschied zwischen Dorfbewohner und Bürger? Hier gibt es Pferde. Hier könnte ich rein theoretisch ein Pferd klauen. Will ich aber gar nicht. Das hier sieht aus wie ein Hof. Ich glaube, den können wir auch nicht entdecken, ne? Guck mal, da ist ein Kreuz. Hier ist Wachwaufi. Alles klar. So, da geht's rein. Jetzt kommen wir endlich mal wieder in die Stadt. Schnellreiseort, sehr gut. Und dann war... Hier ist eine Schweinefarm. Wer bist du? Hast du Brot? Ne, die hat nur Schwein. Also hat die quasi Schwein gehabt. So. Direkt da oben. Was ist das hier? Sieht... Ist das ein Übungsplatz zum Kämpfen? Ja, Kampfplatz. Wo ist der Meister? Hallo, ich möchte kämpfen. Ich kann hier nicht kämpfen. Oh Mann, oh, keiner kämpft mit mir. Oh. Du siehst aus, als ob du mir eine verplätten willst mit deiner Hacke. Du bist nur ein Burger. War nicht Pfeile umsonst? War für einen Freund. Öffnen. Langstreckenpfeil.
9 Stück. Ist das Diebstahl? Wahrscheinlich nicht. Hier hat einer sein blutiges Ding verloren. Können wir ja mal waschen. So, und irgendwo da sind wir dann auch gleich so weit. Ich glaube, können wir ohne Rezepte was beim Alchemisten machen? Beziehungsweise am Alchemietisch. Servus. So, irgendwo hier. Hier ist auch ein Kampfplatz. Hier ist aber keiner. Bist du das? Herold? Erzähl mir etwas über das Turnier. Was? Wie lauten die Regeln des Turniers? Gibt es irgendetwas zu beachten? Nun, um Leben oder Tod geht es nicht. Wir sind ja keine Barbaren. Möchtest du etwas Bestimmtes wissen? Wie lange dauert es? Den ganzen Tag. Die Kämpfer müssen mehrere zähe Runden überstehen, bis der Sieger feststeht. Für gewöhnlich ist das vor Sonnenuntergang der Fall. Aber die Kämpfe können sich ja auch bis in die Nacht hinziehen. Mhm. Wie viele Runden muss ich insgesamt für den Turniersieg gewinnen? Das hängt von der Teilnehmerzahl ab. Heute sind 3 Runden nötig. Die Kämpfer, die die erste Runde gewinnen, erreichen die zweite Runde. Und die Sieger der zweiten Runde treffen in der letzten Runde aufeinander. Muss ich sonst noch etwas wissen? Das Turnier ist zwar für das gemeine Volk, aber ritterliches Verhalten wird dennoch erwartet. Wenn du den Kampfplatz verlässt, ehe der Gewinner feststeht, wirst du ausgeschlossen. Wenn du einen Gegner schlägst, der sich ergibt, bist du auch raus. Und was muss ich tun, um zu gewinnen? Muss ich jeden Gegner besiegen oder habe ich mehrere Versuche? Um die zweite Runde zu erreichen, musst du in der ersten 2-mal deinen Gegner besiegen. Falls beide 1-mal in der Runde gewinnen, entscheidet ein 3. Kampf über den Rundensieg. Der Sieger dieses Kampfes erreicht die nächste Runde. Mit welchen Waffen wird das Turnier ausgetragen? Ihr könnt selbst entscheiden. In den ersten 2 Kämpfen. Sollte es zu einem 3. Kampf kommen, wird Herr Hanusch die Waffen wählen. Kann ich mir Waffen und Rüstungen ausleihen? Du kannst nicht nur, du musst sogar. Hier geht es um Kampffertigkeiten, nicht um die beste Ausrüstung. Daher haben du und dein Gegner die gleiche. Jedem Wettstreiter wird alles zur Verfügung gestellt. Wenn du am Turnier teilnimmst, erhältst also auch du eine Rüstung und Waffen. Cool. Hab Dank. Mehr muss ich nicht wissen. Was kostet der Spaß? Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Du musst warten, bis Herr Hanusch in ein paar Tagen das nächste Turnier ausruft. Komm dann und ich schreibe dich gerne ein. Toll. Also, ich habe hier einen Aktivitätengeber, der mir keine Aktivitäten gibt. Danke für gar nichts. Spaß. Schießstand. Ja, schön. Interessiert mich ehrlich gesagt aber auch nicht. In ein paar Tagen also. Hier ist der Schießstand. Okay. Schleifstein. Okay. Aber oh, wir haben unsere Akte geschürft. So, jetzt muss man gucken. Da unten. Da oben. Wäre schön, wenn die Fragezeichen. Auch mal auf der Minimap angezeigt werden würden. Servus. Einfach nur, damit ich auch weiß, wo ich hin muss. Ist bestimmt Privatbesitz. Hier ist so wieder so ein Liederknecht. Hier ist ein Jäger. Das sieht schon wieder schwer nach Taverne aus. Raufbold und Saufbold, sag ich dir nur. Da ist wieder so ein, da ist ein Bäcker. Ich muss gleich mal gucken, ob wir bei dem. Wir gehen gleich nochmal an den Alchemietisch. Wir laufen ja gerade drauf zu. Ich decke nur gerade im Vorbeigehen noch so ein paar Fragezeichen auf. Hier waren Kräme. Da. Wer ist er? Ach, er ist Händler. Ganz normaler. Alles klar. So, wie viel haben wir jetzt übersehen? Da hinten 2 und hier vorne an der Ecke ist noch ein Häuschen. Und das da. Was ist das? Klamottenladen? Ach, Fleischer, alles klar. Guck mal, er ist da. Tür ist noch auf.